Will ein Mensch in diesem Land, dass sein Arbeitsplatz verlustig wird? Will ein Unternehmer in unserem Land, dass sein Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden kann, weil die Strompreise explodiert sind und er nicht mehr produzieren kann? Will ein Arbeitgeber in diesem Land, dass er seine Mitarbeiter einmal mehr in die Kurzarbeit schicken muss? Wollen Mitarbeiter, dass sie nur mehr 80% ihres Gehalts haben? Wollen Menschen in diesem Land mehr für Lebensmittel zahlen? Wollen Menschen in diesem Land im Winter kalt in kalten Wohnungen sitzen, weil die Heizung vielleicht fällt oder der Strom nicht mehr leistbar geworden ist? Nein, wollen sie nicht. Was wir aber sehen, ist, dass diese Europäische Union mit ihren Wirtschaftssanktionen genau das angerichtet hat. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob die Sanktionen gerechtfertigt wurden, moralisch hehre Ziele beinhaltet haben oder was auch immer. Jeder hat andere Zugänge dazu. Manche haben romantischere Zugänge, wir müssen den Weltfrieden retten. Manche haben praktischere Zugänge und sagen, na, da werden wir Despoten auch nicht zum Umlenken bewegen. Mag alles sein. Das Ergebnis nach 7 Monaten Sanktionen ist, dass wir Österreich, dass wir Europa in eine kriegswirtschaftsähnliche Situation führen. Rationierungen an den Tankstellen beim Diesel. Gas, das nicht die Gasspeicher, die nicht voll sind. Gleichzeitig sehen wir, dass in Moskau Wladimir Putin in 41,6 Milliarden Euro wie Dagobert Duck Gewinn der Gazprom badert. Bei uns bleiben die Bodemannen kalt. Wir können dann mit kaltem Wasser duschen. Wir sehen, dass der Krieg ihm, laut Studien, 150 Milliarden Dollar gebracht hat und 100 Milliarden hat er verloren. Wir sehen, dass die Inflation, die Europäische Union in Russland auslösen wollte, nicht so hoch ist, wie sie es gedacht hat. Und daher sage ich, unterliegen wir einem schweren außenpolitischen, diplomatischen und wirtschaftspolitischen Fehler, zu glauben, dass wir mit diesen Sanktionen einen Erfolg haben werden. Und daher sage ich, Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende, raus aus diesen Sanktionen. Und ich glaube, es wird wie bei einem... Wie schaffst du das als Bundespräsident, weil das geht dir ja eigentlich nicht. Hast du eine Ahnung? Schau, es gibt doch ein wunderbares Präjudiz. Ja. Es war der 4. Februar 2000, exakt 2000, wo Dr. Wolfgang Schüssel und Dr. Jörg Haider, zwei Parteivorsitzende, zum Bundespräsidenten Gott hab ihn selig Thomas Klestil zitiert wurden, der den beiden eine Präambel vorgelegt hat, die sie in ihr Regierungsprogramm aufnehmen mussten. Er hat sie zur Unterschrift genötigt und hat gesagt, wenn ihr nicht unterschreibt, gelobe ich eure Regierung nicht an. Also auch das hat es schon gegeben. Also werde ich der neuen Regierung, der Übergangsregierung, aber auch der künftigen Regierung eine Präambel vorlegen und sagen, Freunde, raus aus den Sanktionen. Bekenntnis zu unseren Grundrechten. Bekenntnis zur Neutralität. Veto, militärisch. Veto in der EU? Veto in der EU. Es hat ja der Herr Klestil gesagt, wir dürfen nicht aus der EU austreten, wir dürfen nicht EU-kritisch sein am 4. Februar 2000. Und jetzt kommt der neue Präsident, der kommt dann am 4. Februar 2023 daher, ja, genau 21 Jahre später, und sagt, raus aus den Sanktionen. Wiederherstellung der Neutralität, Wiederherstellung unseres Wohlstandes, Wiederherstellung eines normalen sozialen Gefüges in unserem Land. Das ist doch das Recht des Bundespräsidenten. Walter Rosenkranz war Parlamentarier, ich war Parlamentarier. Wir haben eine hohe Achtung vor dieser Säule, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die parlamentarische Säule eine zweite direkt demokratisch gewählte Säule in dem Land vorfindet, im Grundbau, im Verfassungsbau der Republik. Das ist der Bundespräsident. Die Regierung ist nicht direkt gewählt, die Judikative logischerweise ist nicht gewählt, so, die Exekutive, also die Regierung nicht, nur der Bundespräsident neben dem Parlament. Und daher glaube ich, ist das das gute Recht des Bundespräsidenten, das von einer Regierung zu fordern.